So. Moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Wir haben im letzten Part uns auf den Weg nach Toadtown gemacht und den Goomba-König besiegt. Jetzt zu einer kleinen Intermezzo-Szene bei Bowser im Castle. Mächtiger König Bowser, ich hab nach euch gesucht. Lasst mich berichten, eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Er ist jetzt auf dem Weg nach Toadtown. You don't say. Was? Unglaublich. Was hat sich der Goomba-König dabei gedacht? Einfach so sich besiegen lassen, das ist ja furchtbar, das geht ja nicht. Ich habe die Macht des Sternenstabes benutzt, weil er darum gebettelt hat, ein König zu sein. Zu werden, sorry. Und dann lässt er sich von Mario so mühelos schlagen. Was für ein Schwächling. Cammy Cooper, du bist dir doch völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte, euer Finsterkeit. Versucht euch zu beruhigen. Der Goomba-König war doch nur ein kleiner Fisch. Ich habe mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts zu sagen, denn solange ihr den Sternenstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Ihr könntet Mario mit verbundenen Augen und einer Klaue auf dem Rücken gefesselt besiegen. Ja, ja, sehr gut. Guahahaha. Ha. Kein Haar unterschlagen. Übrigens, Cammy Cooper, es besteht doch wohl keine Möglichkeit, dass die Sterne, die wir gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Mario ihre Kräfte geben könnten, oder? Bitte sorgt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten. Und natürlich wird auch jeder von handverlesenen Individuen bewacht. Ich wollte fast Idioten sagen. Das Träfe ist, glaube ich, eher. Nicht mal Mario ist in der Lage, alle sieben hohen Sterne zu retten. Welchem Stern ist Mario jetzt am nächsten? Ist es der in der Festung der Koopa-Brüder? Sollte Mario irgendwie dahin gelangen, können ihn die Koopa-Brüder besiegen? König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen. Nein. Hiya, so, König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen. Überhaupt keine Anspielung an die Turtles. Nein, never ever. Hier kommen die Koopa-Brüder. Haha, oh yeah, wir sind die coolsten der coolen. Psst, Cammy Cooper, bist du dir sicher, dass diese Kerle die richtigen für den Job sind? Der Goomba-König war riesig und nicht mal er konnte Mario besiegen. Aber, König Bowser. Ja, der Goomba-König war zwar riesengroß, aber er war auch ein totaler Schwächling. Wir sind nicht wie er. Denn wir verfügen über absolut perfektes Teamwork. Gemeinsam können wir Mario in Sekundenschnelle in ein wimmerndes Baby verwandeln. Tja. Exzellent, das nenne ich Kampfgeist. Los, Koopa-Brüder. Zeigt unserem König den Spezialangriff, den er so gut beherrscht. Jawohl, Madame. Mal so eine blöde Frage. Wenn Sie hier sind, wer bewacht die Festung? Seid ihr alle bereit? Leucht. Oh, oh. Das ist... Oh. Oh, yeah. Wie gefällt euch das, König Bowser? Wie war's? Oh, ja. Ausgezeichnet. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Mario hat keine Chance, wenn ihr mit dieser Taktik angreift. Wir besiegen ihn, König Bowser. Ach, übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ich in eurer Festung eingeschlossen habe. Wer bewacht ihn eigentlich? Niemand, Sir. Ihr wisst, wir sind ja jetzt hier und deshalb... Ihr Idioten! Benutzt euren Verstand! Sofort zurück in die Festung und bewacht diesen Stern! Zack! Nett. Ach ja... Und ich bin wieder unterwegs. Wuhu. Geld? Nein, nein, Alter. Ein Schäfchen. Süß. La 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 la. Oh, da ist ein Trampolin im Baum. Ey. Danke. Doing. Oh, eine Truhe. Wer hätte das gedacht? Und der Hammerwurforden. Wuhu. Kann ich den direkt ausrüsten?
Schauen wir doch mal. Ne, kostet 2 BP. Aber er kann... 2 OP, meine ich. BP kostet auch 2. Ich glaube, der Powersprung ist noch nützlicher derzeit. Kann ich hier... Nein, natürlich kann ich dann nicht runter. Und der kleine Gumbario ist auch nicht mal hinterhergekommen. Trollololo. Was sagt Gumbario eigentlich zu dem Trampolin? Das ist eine Sprungplatte. Wenn du auf sie springst, kannst du... Voilà, ja, bla. Richtig eingesetzt, kannst du damit unten an der Höhe erreichen. Ja. You don't say. Mario, ich bin froh, dass du okay bist. Die Stadt ist in Aufruhr. Die Prinzessin wurde entführt. Der Palast mit ihr. Es herrscht Chaos. Ich habe keine Ahnung, was wir unternehmen sollen. Schnüff, schnüff. Bitte, Mario, rettet ihre Hoheit. Doink. Doink. Hier kann man wahrscheinlich eh noch nichts machen. Da ist ein Sternsplitter. Ganz viele Toads. Das Erdbeben, bla. Schrecklich, Palast. Häuser gewackelt. Ich bin umgekippt. Es war so grauenvoll, dass ich umgekippt bin. Dass ich einfach vergessen will, dass es jemand passiert ist. Ja. Ich habe so viel zu tun. Wenn mein Schatz zu Hause ist, habe ich keine Zeit zum Aufräumen. Tja. Ich könnte mal Luigi besuchen gehen. Wuhu. It's me, Mario. Luigis Bruder. Sing, sing. Ich frage mich, was mein Bruder Mario gerade macht. Doink. Wenn man vom Teufel spricht. Huch, Mario, du bist es. Schön, dich zu sehen. Geht's dir auch gut? Nach dem ganzen Wirbel um den Palast habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Als das Erdbeben losging, bin ich nach draußen gerannt. So konnte ich gerade noch entkommen. Schneller, Bruder. Raschel, raschel. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, und wer bist du? Ich bin Gumbario. Schön, dich kennenzulernen. Aha. Ich verstehe. Na toll. Du bist also mit Mario auf Abenteuersuche. Das nenne ich unfair. Irgendjemand muss sich ja um das Haus kümmern. Deshalb kann ich hier nicht weg. Pass gut auf Mario auf, ja. Oh, der arme Luigi. Lasst euch nicht davon stören, dass ich nebenbei ein Bonbon lutsche. Ich habe ein wenig Halsbeschwerden. Sag ich mal. Viel Glück, Mario. Du musst die Prinzessin retten. Ach. Nein. Im Ernst? Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich soll sie also retten, aha. Und nirgends ist Geld. Oh, ich will Geld. Röhren. Falls meine kaputt geht. Oh. Ach ja. Oh ja. Hier tolle Statistiken. Münzen 50. Ja, yay, hatte ich nicht mehr. Egal. 3 Orden von 80, 3 Sternsplitter von 160. 15 Kämpfe, 9... Oh, das ist aber keine gute Quote. Oh, unauffällige Bodenplatte. Ob da drunter ein versteckter Keller ist? Leider können wir noch nicht hin. Brief von Mario ist momentan leer, ja schön. Du bist voller Energie, willst du dich trotzdem ausruhen? Ja, immer doch. Und nein, er braucht die Leiter nicht benutzen. Nein, er hüpft einfach an der Wand hoch. Weil er Mario ist. Erstmal anklopfen, bevor ich rausgehe. Ach ja, man ist ja höflich. Man klopft ja an. Achso. Aha, okay. Ein alter Sack. Oh, sei gegrüßt. Du bist doch Mario, oder? Natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin der weise Rosti. Oh, rostiger Name. Er freut dich kennenzulernen. Wie du sicher siehst, bin ich völlig fanat in Bücher. Ich lese so oft ich nur kann.
Eben weil ich so belesen bin, weiß ich über viele interessante Dinge Bescheid. Ich würde mich freuen, mein Wissen mit dir teilen zu dürfen. Ja, dann mach mal. Ja, ich spreche zu dir, weil ich wissen will, was bla. Wie wär's denn damit? Man sagt, dass das hoch am Himmel der Sternenhafen sein soll, wo alle Sterne zu Hause sind. Im Sternenhafen gibt es einen Schatz, den Sternenstab. In ihm ruht uralte Magie. Manche Sterne sind besonders stark und großherzig. Sie nennt man die hohen Sterne. Mit dem magischen Sternenstab erfüllen die hohen Sterne die Wünsche der Bewohner dieser Welt. Wenn du dir unter dem nächtlichen Sternenhimmel etwas wünschst, dann geht es dank der hohen Sterne und des Sternenstabs in Erfüllung. Ach, das wäre zu schön. Kuchen! Wenn es noch etwas gibt, was du zu wissen wünschst, dann zögere nicht, mich zu fragen. Nein, danke. Nix. Schade, nix. Ein Laden. Hier könnten wir unsere 50 Münzen in Pilze investieren. Aber ich glaube, daran besteht gerade kein großartiger Mangel. Ich glaube, wir haben genug. Willkommen im Pilzladen. Wie kann ich dir helfen? Hast du was zum Mitnehmen da? Oh, tut mir leid, aber wir haben von dir nichts gelagert. Kein Erstbesuchergeschenk oder so. Wäre zu schön. Im Stockwerk über uns befindet sich ein Dojo. Wir sind hier. Immer. Wir trainieren im Dojo. Sei denn, der Meister ist nicht da. Dann bleibt das Dojo geschlossen. Gerade ist ein Beef gekommen, in dem Meister, ja, kommt bald zurück. Dann können wir endlich wieder trainieren. Gut. Unser Meister war schon vorher ein starker Mann. Wenn er zurückkommt, wird er noch viel stärker sein. Wir werden genau hier warten, bis unser Meister wieder da ist. Teil des Trainings. Ja, dieser Meister. Da trainieren nicht nur diese beiden. Der Pilzpalast ist davon geflogen. Wie konnte so etwas geschehen? Was wird mit der Prinzessin Peach und all den anderen im Palast geschehen? Ich habe Angst. Ich, Felicity, habe Angst. Aha. Das Wortspiel verstehe ich nicht. Wenn eins ist. Egal. Kann hier dran schlagen? Ja, Sternsplitter. Hier noch irgendwas? Nö. Toad Town Underground News. Ich kritzle auf die Rückseite des schwarzen Bretts. Wie böse. Ich hörte, Mario wurde von Bowser besiegt. Wie ominös. Ein geschwätziger Toad. Merlon ist nicht hier. Oh, das ist doof. Ordenladen. Ist noch nicht auf. Hey, was geht? Schön, dich zu sehen. Bluff, mein Name. Ich richte mir einen kleinen Laden in Toad Town ein. Ich bin noch bei den Vorbereitungen. Ich will dich nach der Eröffnung auf jeden Fall hier wiedersehen, ja? Ja, der gute alte Ordenladen. Ein paar Angebote, ein paar Spezialangebote manchmal. Da draußen ist es gefährlich. Ich würde nicht gehen. Ja, du solltest nicht gehen. Nein, geh nicht. Tut mir leid, aber nein. Moment. Rot, schwarz, gelb und grün. Haben wir die nicht schon mal gesehen? Schwarze Toads. Wie auffällig. Auffällig, unauffällig. Oh, Erdbeben. Das ganze Bauholz war am Straßenrand gestapelt, aber bei dem Erdbeben ist alles umgestürzt. Unglücklicherweise kann man deshalb momentan nicht in den südlichen Teil der Stadt. Keine Sorge, wir werden das Chaos so schnell wie möglich beseitigen. Ich weiß, es ist sehr unbequem, aber bitte habt noch etwas Geduld, während wir wieder alles in Ordnung bringen. Warum? Es ist nur Holz, da kann man im Notfall... Ich könnte sogar drüber springen. Narf. Dann halt nicht. Hm.
Speicherpunkt. Plock. Ja, immer noch. Einmal im Tauthaus vorbeischauen. Wirklich? Für mich siehst du topfit aus. Möchtest du dich ausruhen? Nee. Kostet mich zwar nichts, aber nee. Selbst bei kostenlosen Dingen bin ich knauserig. Guten Tag, ich bin Paracarry, der Postbote. Schön. Ja, hallo, das ist das Postamt. Hier kannst du alle Briefe lesen, die für dich oder deine Freunde ankommen. Ja. Ja, manchmal. Oh. Manchmal schicken mir Leute Post, die ich dann hier abholen und lesen kann. Welchen Brief möchtest du lesen? An Gumbario. R und B Gumba. Von den roten und blauen Gumba-Brüdern. An Gumbario. Nett. Hier bitte. Gumbario. Du bist viel stärker, als du aussiehst. Wir dachten, du wärst nur so ein Fratz, der mit Mario herumrennt. Aber du hast es uns gezeigt. Du hast es auch bewiesen, dass es gut zu sein ebenso wichtig ist, wie stark zu sein. Glaubst du, wir können Freunde sein, wenn du wiederkommst? Bitte sag ja. Wir werden warten. Rote und blaue Gumba-Brüder. Wir bewahren die Briefe für dich auf. Ja. Also, ich könnte ja mal eben schnell. Ich hab grad so nichts zu tun. Ich schau mal vorbei. Und weh, die sind jetzt nicht da. Dann gibt's aufs Maul. Wirbelflop, Wirbelflop, Wirbelflop. Wie viele Sternpunkte fehlen mir eigentlich noch für ein... Oh, ja, stimmt, dabei was. Gumba König Level Up und so. Yay, yay. Ich wusste gar nicht mehr, dass Gumba Fort so hoch gelegen ist. Na, ja, was soll's. So. Wo sollten die beiden sein, außer hier? Und sie sind nicht da. Wo sind sie? Mensch. Sonst gelaufen. War ja eigentlich zu erwarten. Ist hier irgendwas versteckt noch? Nicht? Na gut. Dann eben nüt. Ein Weg umsonst gegangen. Yeah! Ach, was soll's. Hüpf, 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 hüpf. Wirbel, hüpf, wirbel, hüpf. Das sieht in der Soundaufnahme gerade sehr lustig aus, dieses Hüpf, hüpf, hüpf. Ach ja. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal dahin, wo mir gesagt wurde, wo ich hin soll. Ach ja. Nein, hier sind die Reste des Pilzpalastes. Ich kann nicht glauben, dass der Pilzpalast vor kurzem noch hier war. Im Palast war Gerüttel, blitzschnellen Beinchen haben mich gerettet, ja. Ich weiß, dass Luigi auch noch ein paar andere rechtzeitig kommen sind, aber alle anderen wurden entführt. Auch der Kuchen. Rettet den Kuchen. Naja. Kommen wir später zu. Hier ist noch so viel versteckt. Hui, Sternschnuppen. Sternschnuppengipfel nach rechts, ja. Wir gehen aber erstmal hier unten lang, denn da ist mir lieblich. Wir sind nämlich scharweinlich auf der Suche nach etwas. Vielleicht nennt es sich Peach? Vielleicht auch nicht? Vielleicht ist hier hinten ein Sternensplitter versteckt? Also, es ist hier hinten ein Sternensplitter versteckt, ja. Aber ich komme noch nicht hin. Weil ich noch nicht stampfen kann. Nee. Na gut. Hallöchen, mehr Lieblichen. Lass sie mal an. Ich habe deinen Besuch vorausgesehen, Mario. Mein Name ist Melieblich. Ich bin eine wunderschöne Wahrsagerin. Ja, so schön, dass du dein Gesicht verstecken musst.
Meine noble Bestimmung ist es, in die Zukunft zu sehen und absolut atemberaubend auszusehen. Ja, so atemberaubend, dass du dein Gesicht versteckst. Ich kann dir helfen zu finden, was du suchst. Ich kann Dinge sehen, die im Verborgenen liegen. Ach ja? Sag mir, soll ich einen Blick in deine Zukunft werfen? Ja, mach mal. Ach, für Geld? Nee, vergiss es. Ach ja, bist du dir sicher? Wenn du wieder auf der Suche nach etwas bist, nimm doch bitte meine Dienste wieder in Anspruch. Leer. Yeah, Mann. Gehen wir mal nach oben. Denn oben ist was sehr Interessantes. Etwas sehr, sehr Interessantes. Und noch so maskiertes Etwas. Ich bin der berühmte Merlo vom Sternschnuppengipfel. Ich sammle Sternsplitter. Ich habe die größte Sammlung. Mein Herr. Wenn du Sternensplitter besitzt, würdest du sie wohl gegen ein paar coole Orden tauschen? Wie wär's? Wollen wir? Boah. Die gebe ich doch gerne her. Sound FX Orden. Was ist denn Zeit? Je höher der. Nee, das ist doof. Will keinen Schaden erleiden. Verhindert, dass du von einem Erstangriff getroffen wirst. Sound FX. Yep. Woohoo! Also gut. Nein, ich möchte nicht mehr tauschen. Der Rest ist ja noch zu teuer. Aber ich kann mal kurz zeigen, was es da für interessante Orden gibt. Und zwar hätten wir da hier noch. Na gut, der Protektor ist nett, aber nicht super. Herzelein Blumensegen. Kuckuck ist ganz interessant, weil er einfach die Lebensbalken aller Gegner zeigt, ohne sie vorher zu scannen. Zapper. Den Zapper muss ich mir unbedingt zulegen, denn der ist unheimlich praktisch. Denn jedes Mal, wenn irgendein Gegner Mario physisch berührt, erleidet dieser Gegner einen Schadenspunkt. Entschuldigung. Was bei manchen Gegnern bewirkt, dass sie mich überhaupt nicht angreifen können. Fuzzis zum Beispiel saugen sich erst an Mario fest, bevor sie quasi ihren Schaden durchbringen. Aber da sie bei dem Festsaugen schon selber einen Schadenspunkt von dem Orden kassieren, bricht der Angriff quasi ab und sie können ihn nicht treffen. Das ist sehr geil. Herzfinder Blumensegen erhöht, was nach dem Kampf kommt. KP-Sauger, naja, ist nicht so schön. Angriffskraft senken, naja. Geld! Das wäre eigentlich was für mich, ist aber schweinsteuer mit 20 Sternensplittern. Sparblüte, ja, nett. Kraft plus, ja, das ist schon sowas, was man eher reinnehmen kann, kostet aber ein Arsch voll, nicht Sternpunkte, ja, ein Arsch voll Sternsplitter und ein Arsch voll Ordenpunkte. Entsprechend, ich glaube, da kann man Besseres reinnehmen. Aber so an sich gibt es hier eigentlich recht nette Sachen. Ja, ich habe meine Meinung geändert. In welchen Orden ich mir auch schnellstmöglich zulegen werde, ist ein recht nützlicher, das werdet ihr aber sehen, also das werde ich nochmal erklären, sobald ich den zweiten Partner habe. Dann macht das erst Sinn. Ach Gott, ich bin ja schon wieder so lange dabei. Ja, ich gehe noch zum Sternschnuppengipfel und dann mache ich erstmal Pause für heute. Ist hier hinten noch was? Hier war doch, jawohl, ein Sternensplitter. Wäre auch komisch gewesen, wenn am Sternschnuppengipfel kein Sternensplitter gewesen wäre. Ich meine, hier fallen dauernd Sterne runter. Warum sollte da keiner irgendwie einfach mal splittern? Ne? Ging es hier nicht auch noch irgendwo nach unten? Ja, hier. Wo komme ich da hin? Nee. Komm ich da irgendwie dran? Von hier aus? Nee, ne? Nee, komm ich nicht. Na gut. Dann gehen wir mal zum alten Nobelstar. Willkommen, Mario. Wir haben dich erwartet. Ja, ach. Sag bloß. Wir sind die sieben hohen Sterne. Unsere Aufgabe ist es, von unserem Heim im Sternenhafen aus die Wünsche reiner Herzen zu erfüllen. Wir müssen dir etwas von höchster Wichtigkeit mitteilen. Bitte hör genau zu.
Vor einigen Tagen sind Bowser und seine Kohorten in den Sternenhafen eingefallen. Sie stahlen unseren wertvollsten Besitz, den Sternenstab, den wir schon seit Anbeginn der Zeit behüten. Deshalb bin ich auch so alt. Der Sternenstab verfügt über eine Macht weit jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Er kann jeden Wunsch erfüllen. Ach. Solange wir uns zurückerinnern können, hatte Bowser nur Wünsche wie: Ich will Mario verkloppen. Oder: Ich will, dass Prinzessin Peach sich in mich verliebt. Natürlich werden solche Wünsche von unseren Sternen ignoriert. Daher gingen seine Wünsche auch nie in Erfüllung. Bowser, dieser Dämon. Als er herausfand, dass wir seine Wünsche ignorieren, stahl er den Sternenstab, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Aber er hat dich noch nicht verkloppt und Peach hat sich auch noch nicht in ihn verliebt. Er scheint jetzt zufrieden zu sein, weil er dich besiegt hat und die Prinzessin entführt hat. Doch schon bald, so fürchte ich, würde er sich noch mehr wünschen. Dann werden schlimme Zeiten anbrechen. Ei, es ist die Pflicht der Dämonensterne, über den Sternenstab zu wachen. Arr! Wir müssen ihn Bowsers Klauen entreißen und ihn wieder an einen sicheren Ort bringen. Und um das zu tun, Mario, brauchen wir deine Hilfe. Ich wechsle schon wieder zwischen Dialekten wie Blöde. Doch leider bist du jetzt nicht stark genug, um gegen Bowser antreten zu können. Seine Macht ist durch den Missbrauch des Sternenstabs ins Unermessliche gestiegen. können wir dir die Kraft geben, gegen Bowsers neu gewonnene Macht zu bestehen. Mit unserer Hilfe wirst du es schaffen. Mario, ja, warum? So sei es. Unser letztes bisschen Kraft ist nun fast aufgebraucht. Obwohl es scheint, als wären wir jetzt hier bei dir, ist dies dennoch nur eine Illusion. Wir müssen all unsere Macht einsetzen, um über eine große Entfernung mit dir in Verbindung zu treten. Doch langsam schwindet unsere Kraft. Bowsers Gefolgsleute halten uns an geheimen Orten im gesamten Königreich fest. Bitte, Mario, du musst uns retten. Sonst sind wir verloren. Für immer. Und ewig. Doom! Um den Sternenstab zu entreißen und Prinzessin Peach zu retten, brauchen wir deine Hilfe. Bitte, Mario. Du bist unsere letzte Hoffnung. Und wir werden verschwinden. Für immer. Mario, sieht so aus, als sei die Lage ernster, als ich dachte. Ob es der Prinzessin wohl gut geht? Ich mache mir solche Sorgen um sie. Bling! Ja. Und mal wieder der perfekte Scheißpunkt. Der perfekte Scheißpunkt, um einen Schnitt zu machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschö, tschö.